Ja, und der Creeper ist hinter uns her. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal nach Hause flüchten, hier irgendwie wieder lebendig durchkommen. Na, der Creeper ist leider schneller wie wir. Unsere AI ist nicht so gut wie die vom Creeper. Hey Leute und herzlich willkommen in Extreme Heights. Und ich kann jetzt nicht nur sagen, Extreme Heights ist der Name der Map hier. Nein, Extreme Heights ist auch der Name dieses Pfades. Und bevor wir uns fragen, wieso, sollen wir einfach die Klappe halten und sterben? Sagt zumindest der Map-Ersteller. Ich höre jetzt einfach mal nicht auf den, sondern nehme hier den Closedown auseinander. Das Ganze jetzt aber auch relativ schnell, weil wir müssen jetzt schnell wieder zu Hause sein danach. Denn die Nacht ist mal wieder im Anbruch. Ja, hier ist einfach nur Closedown, ne? Da ist ein Creeper-Spawner. Unter der Hütte, da hat er mal wieder ein bisschen getrickst, du. Da hat er mal wieder böse Tricks angewandt, um den Spieler zu verkraulen. Ah, das ist sogar nicht mal ein Creeper-Spawner. Das ist einfach nur so ein Spawner. Der Creeper ist da rein zufällig da. Nur um so den Tag zu vermiesen, hey. Und da ist auch noch ein Skelett. Das finde ich jetzt aber nicht so prickelnd, was hier abgeht. Vor allem, wenn sich ein Skelett dazu... Wow. War's das dann? Hui! Bist doch auch leicht Banane, hey. Ruhe jetzt! Meine Fresse! Boah! Ich hab nicht mal was, um den Spawner hier kaputt zu machen. Weil meine Spitzhacke gerade den Geist aufgegeben hat. Kacke, hey! Da drüben ist auch noch ein Creeper-Spawner. Das so nah hier unten. Ist ja doch verrückt. Aber da hinten ist dafür Diamant, auch nicht schlecht. Boah. Hier ist mal wieder eine Action, du. Das können wir uns so leider nicht genauer angucken, weil wir haben keine Fackel mehr und der Creeper ist hinter uns her. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal nach Hause flüchten, hier irgendwie wieder lebendig durchkommen. Na, der Creeper ist leider schneller wie wir. Und unsere AI ist nicht so gut wie die vom Creeper. Hier raus. Der Creeper ist nicht mehr unter uns her. Und dann ganz schnell da hoch. Weil, na, Closedown müssen wir jetzt nicht abbauen. Das brauchen wir nicht. Aber den Diamant da hinten, den hätte ich halt schon gern. So, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Es wird Nacht. Ich glaube, das schaffe ich auch gar nicht mehr. Jetzt gucken wir mal. Das wird mir ein Kampf um Leben und Tod. Zu essen haben wir auch noch kaum was. Zack. Oh, gucken wir mal, ob wir das noch rechtzeitig schaffen, hier rauszukommen. Wird spannend auf jeden Fall. Mehr gibt es hier oben auch gar nicht zu erkunden. Irgendwie, dadurch, dass jetzt wieder der Weg nicht so vorgegeben ist, hat es wieder so ein bisschen seine Spannung verloren. Aber auch nur so ein bisschen. Denn wir wissen ja jetzt, wie es weitergeht. Wir sind ja jetzt angekommen auf Extreme Heights. Ha, einfach geil. Hast du einen Pfad? Den hat er extrem... Ich finde die Idee einfach geil. Sorry, ich finde es einfach episch. Genauso episch wie die Hütte hier hinten. Ah, der Mond sieht auf. Also, bei Tag kommen wir zu Hause garantiert nicht mehr an. Außerdem sind wir etwas schlecht ausgerüstet jetzt. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben nichts mehr zu essen. Aber wir wissen, wo Diamant ist, hey. Und das diesmal sogar erreichbar. Ich glaube jedenfalls, dass es Diamant ist. Es sah nach Diamant aus. Hoffen wir, dass es auch Diamant war. Hofft ihr auch, dass es Diamant war? Ich auch. Komm ich auch irgendwie schneller runter? Ich glaube nicht. Verdammt. Ja, das wird ein richtiges Battle, bis wir zu Hause sind. Normalerweise war ich zu dieser Helligkeitsstufe wieder irgendwo so in Richtung zu Hause. Aber wir sind noch nicht mal in Richtung. Wir müssen jetzt erstmal noch 5 Wege hier runterbauen. Guck, da hinten, das nennt sich zu Hause. Und da wollen wir jetzt hin. Vor allem, weil ich ja jetzt eh morgen wieder umziehen werde, ne? Es ist ja nicht so, als würde ich da jetzt bleiben oder sowas. Nö, das ist ja jetzt auch nur so temporär gewesen, bis ich jetzt dieses Haus mit diesen komischen Villagern da entdeckt habe. Und da geht's ja jetzt auch wieder weiter. Weil ich dann über diesen Klippenpfad weiter will. Das ist, glaube ich, nicht die Methode, um nach unten zu kommen, oder? Doch, hier ist unsere Treppe. Cool. Und jetzt lauf! Noch ist es gerade mal so ein bisschen hell. Ja, da spawnen schon die ersten Viecher. Hast du verkackt, hast du verkackt. Aber es müsste noch gehen. Ja, das passt schon noch. Ich bin ja nie so zuversichtlich in diesem Spiel. Ich denke immer, der nächste Tod wartet schon auf mich. Aber vielleicht habe ich auch einfach mal Glück. Aua. Hallo Zombie. Mit dir lege ich mich jetzt leider nicht an. Sorry, würde ich ja gerne, aber ich habe es leider recht eilig. Zack.
Zack. Mann, ich erinnere mich gerade zurück an die 1.8, als ich zum ersten Mal gespielt habe und zum ersten Mal mit Hunger konfrontiert war. Das war irgendwie ein geiles Gefühl, so. Hunger, so. Du hast eine Hungerleiste, musst du füllen, kannst nicht einfach die ganze Zeit rumsprinten. Das ist schon cool. Vor allem, weil ich in der Nacht dann gleich angefangen habe, Videos zu machen, wie so ein Verrückter. Das war vielleicht eine Zeit, die. So, jetzt nehmen wir unser Bett mit. Und zwar mit dem Ziel, hier nicht drauf zu gehen. Ja, wir nehmen es mit. So, damit ist unser Spawnpoint jetzt verschwunden. Und für uns heißt es jetzt umziehen. Und zwar nur mit den Items, die wir auch wirklich brauchen. Alles andere lasse ich hier. Alles, was irgendwie mal noch interessant sein könnte, kommt mit. Alles andere nehmen wir irgendwann, wenn wir mal wieder runtergehen, mit. Sandstone. Sonst noch was? Ne, ich glaube nicht. Ah, Eisen. Eisen nehmen wir noch die Hälfte mit. Müssen wir uns nämlich gleich eine neue Eisenhacke machen drüber. Haben wir auch Holz dabei? Ne, Holz brauchen wir natürlich auch viel. So. Ein Ofen. Hä, ja, warum nicht? Nehmen wir auch noch einen Ofen mit. Dafür wäre jetzt natürlich eine Hacke nicht schlecht, deswegen mache ich die jetzt noch schnell. Haben wir auch Sticks mitgenommen? Ne, haben wir aber Holz. Gut, wir haben den ganzen Tag Zeit und ich werde eh nicht da irgendwo hinlaufen, bevor ich nicht meinen Spawnpunkt wieder hier hochgesetzt habe. So. Passt. Ja. Gut, jetzt nehmen wir noch die Restkohle, bis auf eine. Und machen uns da. Ja, okay, nehmen wir die Sticks hier. Zack. Dann haben wir auch wieder 8 Fackeln und dann geht's auf rüber. Ja, den Rest lassen wir hier so stehen. Das wird ein bisschen verwahrlosen hier, die Hütte. Aber was soll's. Davor werde ich jetzt aber noch mein Glas schnappen. Weil wir haben den ganzen Tag Zeit und was soll ich denn bitte sonst machen? Und mir so ein paar Scheiben machen da draus. Scheiben gegen. So, nicht wahr? Richtig. Wusste ich's doch. Weil dann können wir wenigstens die Hütte hier noch halbwegs fertig bauen. Wenn wir schon unser ganzes Holz verheizt haben. Weil das Ziel ist jetzt eigentlich, dass hier noch so Holzstämme in die Ecke reinkommen. Und dann sieht das Ganze auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber Holzstämme, wisst ihr, was da fehlt? Wir haben nämlich auf Anfang gleich mal unsere ganzen Bäume verheizt. War nicht gerade die schlauste Dinger. Die schlauste Sache, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber das soll uns egal sein. Wir können auch hier gechillt laufen. Wir werden eh jetzt erstmal darüber laufen, unser Bett da hinstellen, eine Runde schlafen. Vielleicht zwischendrin den Creeper töten. Ja, das können wir machen da unten. Wir haben jetzt wieder genug Fackeln. Und dann geht's über den Extreme Heizpfad rüber. Und dann gucken wir, was auf der Spitze des Turmes ist. Wahrscheinlich. Oh, jemand hat gesagt, ich soll da eine Blume hinsetzen. Das will ich eigentlich machen. Aber da müssen wir halt eine Blume finden. Wo finden wir hier eine Blume? Aua. Verdammt, ich glaube, das wird auch die letzte Tat sein, die ich hier drin mache. Dass ich da hochgehe und eine Blume hinsetze. Jemand hat auch vorgeschlagen, wenn du Extreme Heights fertig hast, dann geh doch einfach mal hin. Und machen Rollercoaster, also quasi so eine richtige Achterbahn durch die ganze Map durch. Ich habe überlegt, kann ich das machen, kann ich das machen, kann ich das machen? Es wäre schon irgendwie so lustig als so Let's Build oder so. Da habe ich aber überlegt, Alter, das ist voll, die Map hier ist riesengroß und du würdest eh die ganze Zeit hier so in der Gegend rumfahren. Und dann, wenn du wirklich mal durch Berge durchfahren würdest oder sowas, das kannst du, naja, das hat keine Spannung. Sorry Leute, aber es wäre sicher geil zu bauen, aber es ist nicht spannend. Da ist es spannender, wenn ich mir eine neue Adventure-Map hier nachsuche. Und ich habe wirklich Ideen, oh, ohne Ende. Oh, ich könnte, ja, ich könnte so viel Survival-Map spielen, auch wenn ich mich gerade versprochen habe. Das gibt es schon nicht mehr. Oh, noch mehr Gold. Brauchen wir aber nicht. Also da werden mir die Ideen definitiv so schnell nicht vorausgehen. Vor allem, weil ich jetzt auch immer mehr Vorschläge bekomme, welche Survival-Maps ich denn noch spielen könnte. Könnt ihr mir auch gerne schicken, Vorschläge, was ich denn noch so zocken soll oder in die Kommentare. Ich habe von der Map gehört, The Chumper, finde ich relativ interessant. Bekomme ich natürlich oft als Vorschlag, weil es gerade irgend so ein anderer Let's Player spielt. Ich weiß nicht mehr wer, das war irgend auch so ein Minecraft-Tippi. Ich habe es nicht mehr im Kopf. War das Dinger? War das? Ne, es war nicht Concrafter. War das Shuffle LP? Ach, ich habe es nicht mehr im Kopf, wer das war. Irgendeiner in die Richtung eben. Und fand ich dann auch interessant. Die Map könnte man auch irgendwann mal anzocken. Und dann gibt es noch so andere. Also es gibt echt interessant genug zu tun. Also da wird dieses Projekt auf jeden Fall so noch lange weitergehen. 9:20 Uhr. Ne, 9:20 Minuten. Da habe ich gerade gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und ich sollte mir vielleicht langsam mal was zu Abendessen suchen. Also Real Life und so. Nach meinem Abo-Special wissen jetzt auch alle, wie ich aussehe. Dann könnt ihr mich mal vorstellen, wenn ich Hunger habe. Geht gar nicht. Hunger ganz böse. Vor allem dann, wenn man so wie ich gerade gleichzeitig Bock hat. Also vorher in der Aufnahme hatte ich mal Bock auf Burger King.
Jetzt inzwischen hat sich der Bock zu Döner relativ stark geändert. Vielleicht werde ich eins von beidem mal machen. Ich hätte so Bock, den anzugreifen, ne? Aber nee, das lassen wir. So, auch wenn hier Villager sind wie tot, lass mich mal hier rein, werde ich hier trotzdem meine Festung aufstellen. Mit zwei Truhen. Haben wir nicht noch eine Truhe? Was, haben wir nur eine Truhe mitgenommen? Gut, dann muss ich eben eine wieder mitnehmen. Zack. So, geh weg. Ich kann den nicht mal hauen, sonst werde ich sofort angegriffen. Dann machen wir hier noch. Eine Workbench brauchen wir noch eine. So. Und dann brauchen wir noch ein Bett. Das stellen wir da in die Ecke rein. Ich lasse mich jetzt einfach mal so ungefragt bei denen nieder. Die werden schon nichts dagegen haben. Und wenn doch, dann werde ich eben mal nachts mit einem Cock in meinem. Dann werde ich eben nachts vom Iron Golem freundlich gebeten, dann doch rauszugehen. Das wird schon alles. Wir sind ja Freunde. So viel Melonenstückchen brauche ich aber nicht. So viel auch nicht, aber so viel. Ja, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, da runter zu gehen. Erstmal noch eine Runde futtern. So, und raus hier. Das können wir jetzt noch machen und den Klaus werde ich nicht abbauen. Das ist totaler Schwachsinn, den jetzt mitzunehmen. Das bringt auch einfach nichts. Aber wir können da runter gehen und uns den Creeper widmen. Zu bauen haben wir auch nichts. Hoffen wir mal, dass wir nichts bauen müssen. Ansonsten habe ich hier Sandstone ohne Ende. Und dann gucken wir mal, was so in der Zwischenzeit hier so gespawnt ist. Boah, das wäre auch wieder kurz vor meinem Ende, hey. Ich sollte nicht so viel knappe Sachen machen. So. Man wird ja irgendwie so in so einer Map immer sicherer. Und irgendwann ist das eine trügerische Sicherheit. Klappe. Und diese trügerische Sicherheit, diesen Moment, den will ich jetzt versuchen, so weit wie möglich nach hinten rauszuzögern. Weil sonst bin ich einfach mal irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen tot, aber naja, schon so ein bisschen. Kleines bisschen. Mein erster Tod. Halt die Schnauze, Creeper. Dich braucht hier keiner. Such dir Freunde. Zack. Und was haben wir hier Schönes? Diamant. Keine Truhe, aber dafür Diamant. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Zack. Ja, mehr war das hier unten auch nicht. Ist einfach so ein kleines Versteck für zwei Diamanten gewesen. Passt mir aber auch ganz gut in den Plan. Dann kann ich nämlich jetzt wieder zurückgehen. Vorausgesetzt, ich falle hier nicht runter. Und in meinem neuen Bettchen schlafen. Yay! Ich bräuchte jetzt hier diesen mehrfach übereinander gelegten Kinderschrei-Sound, den man öfters mal in den Videos von bekannteren YouTubern hört. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Yay! Kein Problem, sowas herzustellen. Man muss es eben nur machen. Ein bisschen pitchen. Vielleicht kann man sich den auch irgendwo runterladen. Aber ich mache so Sounds eigentlich im allgemeinen Fall doch lieber selber, weil das ist einfach. Es ist cooler. Dann hast du wenigstens auch Copyright und alles drauf. Das ist ja als YouTube-Partner auch immer ganz wichtig. Ich mache gleich eure Haustür kaputt, ja? Damit ich endlich meine Ruhe habe vor euch klackernden Drecksviechern. So, wir werden was zum Bauen brauchen. Ah, wir haben sogar noch Cobblestone. Das ist auch cool. Nehmen wir uns noch mehr mit. So. Wieso haben wir Glas mitgenommen? Geht's eigentlich noch? Das waren meine Finger übrigens. Und, ja, ansonsten haben wir genug Items. Ich mache jetzt noch hier. So und so. Hier so zwei. Dann können wir uns nämlich hier noch zwei Sticks machen oder vier Sticks. Und den Rest der Kohle auch noch zu Fackeln verarbeiten. Dann haben wir nämlich da auch ein bisschen mehr. Denn dann müssen wir jetzt auf die Nacht warten. Ich weiß immer nicht, was das hier sollte. Vielleicht so ein Restroom oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Oder einfach so eine Suizidmöglichkeit für Villager. Das sind natürlich so viele, wie hier da sind. Vielleicht, die stehen ja total auf Türen. Ja, also vielleicht könnte ich mir vorstellen, wenn die irgendwann mal keine Türen haben mehr zum Auf- und Zumachen, vielleicht springen die dann da runter. Könnte sein. Ist nur so ein Ansatz. Extreme Heights heißt der Pfad, meine Leute. Und genau den gilt es jetzt entlang zu gehen. Wir gucken einfach mal so ein bisschen. Also lang werde ich den garantiert nicht mehr schaffen hier. Aber mal so ein bisschen, was hier abgeht. Bis jetzt ist ja noch alles okay. Also schwer ist es auch noch nicht. Jetzt fängt der Schnee an. Cool gemacht. Ja, Extreme Heights, das ist kein. Boah, Alter. Voll abgefuckt. Voll abgefuckt. Ja, lass mich raten, ein Loch. Ha, schade. Ganz asozial war er nicht. Ich hätte jetzt da ein Loch reingemacht, bis man. Da brauchen wir vor allem Leitern. Hey, ich hoffe, ich habe die Leitern mitgenommen. Bitte sag mir, dass ich die Leitern mitgenommen. Oh, das sieht so cool aus. Ach, das ist der Glowstone. Hier. Oh. Fuck, Alter. Jetzt habe ich es kapiert.
Das ist der Glowstone, den man immer von unten gesehen hat. Natürlich, wir müssen auch ein bisschen mal hier für unsere Orientierung sorgen. Guck mal, Melonen. Melonen sind immer gut. Auch die zum Essen. Hier unten, guck, da sehen wir unsere Bäume. Oh, ist inzwischen Baum gewachsen. Ist ja auch schon 5 Tage her, seitdem wir da unten waren. Ist ja voll geil. Guck mal, da haben wir hier so ein Dungeon aufgebohrt. Guck mal hier, eine Brücke, die haben wir auch gebaut. Und noch eine Brücke, die sieht man nur nicht. Und da haben wir Notch Face. Ist ja interessant. Ist ja sehr interessant, wo wir hier eigentlich sind, hä? Das hier unten sieht auch interessant aus. Aber da werde ich, glaube ich, mehr brauchen als eine Rüstung, um da unten zu überleben, so wie es da abgeht. So, ich hoffe mal, dass ich überhaupt schlafen kann. Ich meine, also hier ist ja wirklich an Zombies nicht gespart, eher an Villagern. Und so ein Krach, wie die den ganzen Tag machen. Jetzt gehen die auch noch alle rein, weil es Nacht wird. Das blockiert euch auch noch, ihr Wichser. Ich will pennen, verdammt. Ich hau hier gleich ein Loch in die Wand und gehe so rein. Alter, ihr seid ja voll inkompetent. Jetzt habt ihr halt eine Scheibe weniger, ist mir egal. Ich baue euch jetzt keine neue. Jetzt habe ich wenigstens einen Eingang für mich selber. Kann nicht sein, hey, was die wieder abziehen. Gut, dann sind wir hier draußen, essen noch mal eine Runde. Und obwohl ich jetzt eigentlich gerne diese Aufnahme noch weitergehen würde. Tja, Leute, das war's für diesen Part vom Extreme Heights. Das nächste Mal. Ha, die Leitern habe ich vergessen. Oh, 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 oh. Ein Glück, dass ich meinen eigenen Eingang habe. Ja, wir haben Leitern dabei. Ja, wir nehmen gleich alle mit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nicht auf die blöde Idee komme, hier randommäßig zu sterben oder so. Jetzt lässt er mich nicht mehr... Ja. Hey, das ist mein Eingang, Junge. Guck mich nicht so blöd an, hey. Boah, du bist des Todes, mein Freund. Du bist sowas von des Todes, das glaubst du gar nicht. Ich schmeiß dich da runter. Ich sag's dir. Du fällst da noch runter. Guck gar nicht so blöd, hey, mit deiner Knollennase. Ich mach dich kaputt. Jetzt muss ich schon gucken, dass ich mich selber nicht dabei kaputt mache, hey. Guck mal, was die AI von euch so drauf hat, ihr Volltrottel. Bye, bye. Das war aber auch nur dein Problem, hey. Arschloch. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Voll in guter Dinge und so. Und dann bauen wir auch den Diamant da oben ab. Vielen Dank fürs Zusehen. Und verhaltet euch niemals so blöd wie der Villager. Tschö, tschö.